Gandha Bhairundasana, die Gandha Bhairunda-Stellung. Eine fortgeschrittene Variation von der Heuschrecke Shalabhasana. Ausgangsposition ist die Bauchlage. Von der Bauchlage ausgehend gibst du das Kinn auf den Boden und hebst dann die Beine hoch, eventuell mit etwas Schwung. Und dann beugst du die Ellbogen und hebst die Handflächen auf den Boden und stützt dich so ab. Anschließend senkst du die Füße und gibst die Füße auf den Kopf. Das ist dann Gandha Bhairundasana. Vorsicht, die Stellung solltest du oft nicht lange halten. Sie ist eine starke Dehnung für den Hals und den Nacken und auch für den unteren Rücken. Nach der Stellung kannst du entweder in der Stellung des Kindes entspannen oder zu anderen Rückbeugen kommen. Etwas zum Wort der Stellung. Gandha heißt Wange, Bhairunda heißt schrecklich. Man könnte sagen, es ist die schreckliche Wangenstellung. Aber das stimmt nicht ganz, denn Gandha Bhairunda ist einfach ein zweiköpfiger mythologischer Vogel, der immense magische Kraft besitzt. Wenn du also Gandha Bhairundasana übst, kannst du dir vorstellen, du bekommst immense Kraft für alles, was du auf dem spirituellen Weg bewältigen willst. Mehr Infos über alle Variationen der Heuschrecke auf wiki.yoga-vidya.de. Und willst du fortgeschrittene Asanas üben, dann besuch doch ein Asana-Intensiv. Seminare zu finden auf www.yoga-vidya.de. Und vielleicht triffst du dort auch Vivian als Yogalehrerin.